unser Freund, Kollege Robert Habeck will Kanzler werden. Und da kommt auch kein Wort des Bedauerns. Ich glaube, Habeck, der wahnsinnig beleidigt ist, wenn man einen Schwachkopf nennt, und er ist ja auch keiner, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Ich glaube, dass er ein Schwachkopf ist, aber ich habe mir seine Rede mehrmals angehört auf dem Parteitag. Ich glaube, der ist irre. Meldestellen, die es gibt, das Denunziantennetz, das geflochten wird, für Delikte, die keine Delikte sind, niederschwellige Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. In diesem Video schauen wir auf Henrik M. Broder, welcher abrechnet mit Scholz, mit Baerbock und mit Habeck. Und am Ende schauen wir auch noch auf ein Video von Friedrich Merz, der etwas Unfassbares behauptet hat. Ich finde es noch irre, dass mal wieder versucht wird, das Unmögliche herbeizuzwingen. Und immer wieder, finde ich, schaut Richard Wagner aus dem Grab, lächelt und sagt einen seinen berühmtesten und absolut richtigen Sätze: Deutsch sein heißt, eine Sache um ihre Selbstwillen zu machen. Wenn Kanzler Scholz ein rational denkender Mensch wäre, wüsste er, er hat keine Chance. Und wenn es ihm auf die SPD ankäme, würde er den Führungsstab an jemand anderen übergeben. Das sind Narzissten, Herr Broder. Egal, bitte? Ob Habeck oder Scholz, sind alles Narzissten. Es sind alles Narzissten, ja. Es sind alles Narzissten, sind alles Egotripper. Ja. Und ja, nennen Sie mir nicht übel, aber vielleicht bin ich auch schon ein Schwachkopf. Mir tut Scholz irgendwie leid. Er steht da wie so ein verlegener Mensch, versucht sowas wie Gefühle oder Aufregung zu simulieren. Es gelingt ihm nicht. Und er bleibt ein braver Buchhalter, der vermutlich sein ganzes Leben lang anständige Arbeit gemacht hätte, wenn er nicht eines Tages beschlossen hätte, Politiker zu werden. Er tut mir wirklich leid. Und ich fand ihn auch am Anfang gut. Dieser hanseatische Coolness. Ich glaube, der ist völlig unfähig, auf dem Wochenmarkt Babys zu küssen, nicht? Und das macht ihn schon mal sympathisch, für mich zumindest. Aber der Rest ist eine Katastrophe. Der Rest ist eine absolute Katastrophe. Und man kann ihm nicht oft genug, das, was ich gerade gemacht habe, den Satz von Otto Wels entgegenrufen: Die SPD ist wehrlos, aber nicht ehrlos. Und solche Leute wie er machen die SPD ehrlos. Und was ich den Leuten auch noch übel nehme, ist, Sie haben das vorhin, glaube ich, erwähnt, das ist mein absoluter Overgag. Das Programm Demokratie leben, Sie haben es vorhin erwähnt. Ja. Wir sind, glaube ich, das einzige demokratische Land in der Welt, bei dem die Regierung dem Volk Demokratie beibringt. Normalerweise geht der Prozess umgekehrt. Wir bringen der Regierung Demokratie bei. Nicht, dass das normale Prozedere in Frankreich, in Italien, in Israel, in Holland, in England, gucken Sie, wie rasch in England ein Premierminister abgelöst wird, nicht? Ohne viel Gezeter. Nein, das kann hier nicht funktionieren. Wir sind immer noch, trotz aller demokratischen Routine, die sich inzwischen entwickelt hat, immer noch da, wo Heinrich Mann war, also den Untertan geschrieben hat. Ja, es ist immer noch eine Republik der Untertanenerwartung. Die Leute sind keine Untertanen, das habe ich vorhin versucht auch zu sagen. Die durchschauen das schon. Aber am Ende setzen sich diejenigen durch, die einen Untertanenstaat haben möchten. Die Meldestellen, die es gibt, das Denunziantennetz, das geflochten wird, für Delikte, die keine Delikte sind, niederschwellige Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ja, wie lang darf der Paragraph denn noch sein? Und lauter Dilettanten, lauter Politikdarsteller, die wirklich ihre narzisstischen Kränkungen jeden Tag aufs Neue verarbeiten, deswegen nicht zum Regieren kommen. Und ich glaube wirklich, Habeck, der wahnsinnig beleidigt ist, wenn man einen Schwachkopf nennt, und er ist ja auch keiner, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Ich glaube, dass er ein Schwachkopf ist, aber ich habe mir seine Rede mehrmals angehört auf dem Parteitag. Ich glaube, der ist irre. Ja, ich kann Bruder nur zustimmen. Jemand, der glaubt, der Staat würde keine Fehler machen, jemand, der glaubt, dass Bürokratie etwas Gutes sei, und jemand, der glaubt, dass er schlauer wäre als der Markt und die freie Wirtschaft. So jemand, der sich selber auch zutraut, als Kinderbuchautor Wirtschaftsminister zu sein, so jemand muss einfach irre sein. Anders kann man sich nicht das erklären, was man so von einem Robert Habeck hört. Der ist irre. Wenn er zum Beispiel, ich habe das schon mal erwähnt, die Rolle Deutschlands in Europa erwähnt, sind das Machtfantasien. Sind das Machtfantasien. Und Frau Baerbock begleitet diese Machtfantasien, indem sie zum Beispiel sagt, es geht nicht um America first, es geht um Europe United. Europe United auf die Weise, wie sie es United haben möchte natürlich. Also auch das eine
eine autokratische, herrschaftsbesoffene Rhetorik. Ja, wenn man mal so hört, wie eine Frau Baerbock auch von sich redet, dann hat man das Gefühl, dass sie die Vorstellung hat, dass sie die EU sei, beziehungsweise sie sich als legitime demokratische Vertreterin der EU sieht. Ja, so hat sie ja beispielsweise auf dem Weltklimagipfel jetzt wieder Milliardenzusagen im Namen der EU zugesichert, wo ich mich auch gefragt habe, wer hat Frau Baerbock das erlaubt, wie ist sie demokratisch legitimiert, hier die EU zu vertreten? Ja, gar nicht. Niemand hat sie gewählt. Und an alle gesprochen, die etwas Vermögen haben, dass eine Frau Baerbock autoritäre Gedanken hat, sieht man auch an ihren Enteignungsfantasien. Und Enteignungen als Ultima Ratio fänden Sie unter den Ihnen beschriebenen Umständen also richtig? Na, das ist ja keine Haltungsfrage, sondern es steht klar im Grundgesetz, was Aufgabe von Staatlichkeit ist. Und es ist auch klar im Grundgerecht, dass ein letztes Mittel auch... Ist sie jetzt auch Staatsrechtler? Es steht doch nicht drin, man soll enteignen. Nein, das ein letztes Mittel auch am Staat zur Verfügung steht. Auf jeden Fall ein Ja zu Enteignung, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Nein. Trotzdem haben Sie besser. Das letzte Extrem. Klar, die Enteignung. Ja? Das ist klare Enteignung. America first ist eine Sünde, finde ich überhaupt nicht. Jedes Land hat das Recht, sich an die erste Stelle setzen zu wollen. Absolut, dann steht ein Wettbewerb, das ist ganz normal. Aber dann zu sagen, Europe United, ich meine, es gibt so ein paar Länder in Europa, ich sage Holland, Belgien, Polen, Ukraine, Griechenland. Es gibt so Länder in Europa, die mit der deutschen Idee des United-Seins schon die schlimmsten Erfahrungen gemacht haben. Und die drängen sich. Die Polen stehen jetzt nicht Schlange, um die Deutschen bitten, sie zu United mit dem Rest. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, ja. Und dass die nicht merken, das ist das Irre. Das ist das absolute Irre. Es sind, ich weiß nicht, vielleicht sogar Soziopathen. Ich weiß, ob ich jetzt vielleicht eine Anzeige bekomme, weil es Beleidigung ist. Soziopath ist genau richtig. Und wenn Sie eine Anzeige kriegen, will ich die Hälfte davon abhaben. Gerne, dass wir beide uns das auf die Lobern schreiben können. Aber Fakt ist ja jetzt, wir werden ja wahrscheinlich, also die Vertrauensfrage wird, also Scholz hat ja schon lange kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung. Er ist sowieso eher da reingestiefelt oder reingestolpert in diese Situation. Die Schuhe sind viel zu groß für ihn. Ja, aus meiner Sicht wird alles wieder auf eine große Koalition hinauslaufen oder aber auf Schwarz-Grün. Und Schwarz-Grün wäre natürlich schlimm, ne, weil wir wissen, wie kriegstreiberisch dort die Töne momentan sind. Und auch schon lange Zeit waren. Und an der Stelle möchte ich jetzt auf ein Video von Friedrich Merz schauen. Dankbar, dass Sie meinen Gedanken aufgegriffen haben, in die Überschrift nur das Substantiv Freiheit aufzunehmen. In Freiheit leben, so haben wir die Überschrift genannt. Und die Unterschrift Deutschland sicher in die Zukunft führen. Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden. Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden. Ja, nur leider ist es so, dass wenn kein Frieden herrscht, natürlich auch gar keine Freiheit möglich ist. Demnach können wir nur sagen, so eine Parole ist äußerst gefährlich. Und Freiheit haben wir scheinbar mittlerweile auch nicht mehr, wenn man mal schaut, wie übergriffig der Staat geworden ist, auch bereits unter der CDU. Das mag auf den ersten Blick wie eine Provokation klingen. Aber meine Damen und Herren, ich sage es so vielleicht etwas zugespitzt, wie ich es an anderer Stelle schon einmal gesagt habe. Frieden gibt es auf jedem Friedhof. Freiheit gibt es nur in offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaften. Und das. Freiheit ist wenig wert, wenn es keinen Frieden gibt, Herr Merz. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und die Freiheit stirbt bekanntlich zuerst, wenn man in einen Krieg hineinrutscht. Aber gut, das nun mal für Sie, für Ihre Wahlentscheidung, dieser kleine Ausschnitt von Friedrich Merz. Die Ohren sind ziemlich leer, die Augen sind sehr müde. Es ist auch schon 5.33 Uhr morgens. Aber diese Klimakonferenz ist dann doch noch einigermaßen gut zu Ende gegangen, einigermaßen, weil auf der einen Seite wir leider erleben mussten, dass wir bei der Frage von CO2-Minderung nicht so wirklich weitergekommen sind im Vergleich zum Vorjahr, weil einige Staaten hier versucht hatten, eben nichts voranzubringen. Und auf der anderen Seite dann doch noch gut zu Ende gegangen, weil wir ein